Wer tut wem was? Was tut was was? Tatsachen lassen sich endlos sammeln. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir nur genügend davon beisammen hätten, könnten wir die Wahrheit finden. Manchmal versuchen wir wie verrückt, sie zu negieren, selbst wenn wir an eine Schwingungsebene gebunden sind, von der sie nicht verschwinden werden. Illusionen und Tatsachen sind in dem Maß verlässlich, als sie Wahrheit in sich enthalten, aber sie sind auch bis zu einem gewissen Grad trügerisch. Täuschungen sind Negierungen der Wahrheit. Wenn wir die physische Ebene verwenden, um eine höhere Wirklichkeit zu negieren, so täuschen wir uns. Aber wenn wir die Realität leugnen, die in der materiellen Welt liegt, täuschen wir uns ebenfalls. Wir können uns nicht über die physische Ebene erheben, indem wir ihre Wirklichkeit verneinen, wir müssen sie lieben und die Wirklichkeit der lebenden Wesen, die sie bilden, bestätigen. Einige von uns verlieren bei ihren spirituellen Bemühungen den Mut, weil uns Erleuchtungserfahrungen nicht immer dazu verhelfen, die Tatsachen unseres physischen Daseins besser zu handhaben. Vielleicht geraten wir sogar nur noch mehr durcheinander, ein LSD-Trip kann uns zeigen, wie nebelhaft die Welt ist. Und dann sind wir verärgert, weil die harte Realität der Masseebene immer noch da ist, wenn wir herunterkommen. Erleuchtungserfahrungen können beim Umgang mit Tatsachen insofern helfen, als sie dir zeigen, dass du ein vollkommen frei bewegliches Wasser auch immer bist, das auf vielen verschiedenen Schwingungsebenen innerhalb und außerhalb der physischen Ebene zu existieren fähig ist. Wenn du einmal weißt, dass die Tatsachen auf jeder Ebene verschieden sein werden, wirst du weniger versucht sein, gegen die Tatsachen auf irgendeiner besonderen Ebene anzukämpfen. Je mehr sich dein Gewahrsein öffnet, desto eher wirst du imstande sein, die Ebene zu wählen, die du wünschst, und mit umso erfreulicheren Tatsachen wirst du es zu tun haben. Es gibt im Universum kein mächtigeres Wesen als dich, aber es gibt auch keine weniger mächtigen. Das sollte dein Ausgangspunkt in deinem ganzen Verhalten gegenüber anderen Menschen sein. Oft sage ich zu mir selbst, mögen meine Bestrebungen nicht versuchen, den notwendigen Gesetzen unserer Beziehungen als gleichwertige Wesen zu widersprechen. Ein langer Satz, aber ich sage ihn. Nachdem jedes Wesen selbstbestimmend ist, kannst du niemandes Schwingungsebene gegen seinen Willen verändern, und du brauchst es auch nicht zu tun. In Wirklichkeit kannst du anderen weder schaden noch helfen, ohne dass sie bei dem Spiel mitzumachen bereit sind, noch kann dir jemand ohne dein Einverständnis schaden oder helfen. Deine Wahrnehmung von anderen ist tatsächlich durch deine eigenen beschränkten Schwingungen gefärbt. Ehe du die höheren Ebenen erreicht hast, und deshalb kannst du gar nicht genau wissen, was das, was du zu verändern versuchen willst, eigentlich ist. Andererseits hast du deine eigene Schwingungsebene vollkommen unter Kontrolle, und das ist die ganze Reiheit, die du brauchst, um deine eigenen Beziehungen und Erfahrungen zu beherrschen. Du bist frei, an jedem beliebigen Ort der Welt zu sein, die jetzt für dich Wirklichkeit ist. Und über das hinaus bist du fähig, in jeder Zeit, auf jeder Schwingungsebene, in jedem System, mit wem du immer willst, zu sein. Unabhängig davon, wie gefangen du dich fühlst, wie niedergeschlagen von einem Tag zum anderen, wird davon deine grundsätzliche Freiheit nicht beeinträchtigt. Wenn du jetzt deine Umgebung anschaust, magst du sehr viel Wirklichkeit erblicken, die macht, dass du dich sicher fühlst, auch wenn sie dich verletzt oder dir zum Hals heraushängt. Es ist ganz in Ordnung, wenn du daran festhältst, solange du dir das überlegst. Es wird dir nichts Unerwartetes zustoßen, nur weil du gelesen hast, wie frei du bist.